Gefühle schreiben Geschichte und haben eine Geschichte. Und Gefühle ja, bewegen und mobilisieren Menschen und verändern dadurch auch Gesellschaft. Die Gier ist ein Thema, das eine große Ambivalenz in sich trägt. Wenn man an Wissbegierde oder auch an Neugier denkt, dann sind das Emotionen, die einen Antrieb für die Gesellschaft bedeuten, die Gesellschaft auch nach vorne bringen und sind wesensmäßig ganz unterschiedlich zu Machtgier und Habgier. Die Emotionen der Liebe und auch des Hasses begegnen uns bereits bei der Gier. Die Geschichten sind miteinander verbunden. Wenn wir den Raub jüdischen Eigentums in der Ausstellung Gier präsentieren, dann begegnet uns bereits der Hass, der Antisemitismus und das Thema der Deportation und der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Auch das Thema der Liebe begegnet uns bereits in der Ausstellung zu Gier. Die Waffenfabrik Mauser in Oberndorf, die Waffen herstellt für den türkischen Sultan und damit einen großen Gewinn macht. Dort kommt es zur Begegnung der Länder, der Menschen. Da kommt es zur Begegnung auch mit der Bevölkerung. Und wann immer es zur Begegnung mit Bevölkerung kommt, kommt es auch zu Liebschaften. Und das Ganze zeigt sich in einer handgemalten Narrenkappe. Um diese Ambivalenzen geht es in der gesamten Trilogie zu den Emotionen immer auch.